Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario. Nee, nicht ganz. Mario Luigi Superstar Saga. Jo, ein paar Tage war es her, aber zumindest keine Jahre und auch keine 10 Jahre, wie schon einmal. Ja, und wir sind hier hängen geblieben. Bei. Achso, hier ist wieder so ein Cooper. Bei dem Kurve extrem in der Nähe. Ich muss mich jetzt noch an die neue Knopfbelegung gewöhnen, weil ich spiele jetzt mit einem anderen Controller. Jetzt machen wir den auch nicht weg, ne? Nee. Also ich spiele jetzt mit einem N64 Controller statt mit dem Pro Controller, weil einfacher. Ach, Moment mal, ich nehme mir mal eben OBS. So. Jo! Also, wir wollen Kurve extrem einholen, aber hier kommen wir gar nicht lang. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber hier können wir lang, ne? Ja. Dann gucken wir mal, was Mario so da holen kann. Da könnt ihr auf den Knopf drücken. Schnieke. Jo, also ich habe auch in die Kommentare geguckt. Da war jetzt nicht so viel los. Der erste Part war als Premiere auch da. Da war eher was los, mehr oder weniger. Also Khaled hat mir den Chat ordentlich gefüllt. Ich meine, es war ja auch ein bisschen kurzfristig, ne? Im Stream sind wir jetzt auf den gemeinsamen Konsens gekommen, dass es wirklich smart wäre, wenn wir. Huch, was ist los? Ich kann springen. Ich dachte, da kommt man hoch. Wieso springe ich nicht richtig? Ja, dass ich aufnehme wie vorher auch. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht, ne? Ist das normal? Irgendwie ist die. Aha. Ich glaube, die Knopfbelegung ist ein bisschen durcheinander. Hä, B ist A. Okay. Und A ist B. Hä? Nee, B ist A und A ist A. Ach, hä? Wieso ist denn der Button jetzt B? Ich mach mal eben kurz Pause. Ich muss mal eben kurz, glaube ich, die Knopfbelegung ändern. Moment. So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich glaube, jetzt habe ich das Problem behoben. Hoffe ich zumindest. Also, die Knopfbelegung ist immer noch ein bisschen anders, aber ich kann B wieder benutzen. Yes! Ja, das ist immerhin schon mal relativ praktisch. Ja, also wir sind, was ich sagen wollte, wir sind auf den gemeinsamen Konsens gekommen, dass es sehr smart ist. Okay. Dass es sehr smart ist, einfach so weiterzumachen wie bisher. Fast Spaß, Teil 1. Kurz überlade in zwei Sätzen. Nach. Der ist fast. Steht einsam da. Tauchst du direkt runter auf. Nimmst du das jetzt. Okay. Das Fass darf nicht verputzt sein. Verstehe. Und dann müssen wir. Oh, das war falsch rum. Das war Start. Das ist direkt. Da gewöhne ich mich bestimmt noch dran. Cool. Jo, und dann kam auch nochmal die Frage auf von Vanessa, glaube ich, war das, in den Kommentaren, da, ob ich jetzt weitermache mit Let's Plays allgemein oder ob das jetzt nur eine Ausnahme ist. Und ich würde sagen, dass ich glaube, das bleibt erstmal eine Ausnahme. Das habe ich glaube ich auch schon geschrieben. Je nachdem, wie gut sich das für mich entwickelt, ob ich da mehr Spaß dran finde oder nicht, da kann man dann mal gucken. Aber ich glaube, ich bleibe dann eher beim Stream. Und was ich mir aber dann eher vorstellen kann, ist, dass ich vielleicht so eine Art Live-Let's Play-Zusammenfassung mache. Oder dass ich die ganzen Spieleparts so zusammencutte aus den Streams, dass sie so eine Art Let's Play ergeben. Das kann ich mir eher vorstellen. Dass ich dann halt auch auf die Kommentare in den Streams eingehe, so dass sie dann auch in der Aufnahme zu hören sind. Aber dass ich jetzt nicht
Oder dass ich während des Streams noch aufnehme parallel, das kann ich ja auch machen. Aber nicht, dass ich jetzt noch extra beides irgendwie mache. Das glaube ich bleibt eher bei Superstar Saga halt einfach. Einfach nur, weil es halt das erste Projekt ist und das muss halt auch beendet werden. Als Let's Play, genauso wie es gedacht war. Jo, Luigi hat ein Level Up. Cool. Und ich komme jetzt auch nicht mehr versehentlich auf den Speed-Button, weil, ja, existiert halt nicht mehr auf dem Controller hier. Nur die Knopfbelegung halt erstmal sehr gewöhnungsbedürftig, weil Start und Select, also der GameCube-Controller, die GameCube sag ich schon, der N64-Controller hat gar keinen Start, keinen Select-Knopf. Und jetzt habe ich Start und Select auf den C-Buttons gelegt, was ein bisschen verwirrend ist, aber. Na komm her. Hä? Was macht der da? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was er gerade betrieben hat. Jetzt habe ich mir gar keinen Timer gestellt. Das bin ich sehr, sehr... das hängt sehr vom Glück ab, ob wir das finden, was wir finden wollen. Ist das irgendwas Besonderes, dass der Gold ist? Wenn, dann ist das auf jeden Fall weg. Oh. Ich kann auch mal da eine Anekdote aus dem Reader erzählen, was sehr, sehr weird ist. Ich habe ja... Oh, Level Up, ja. Ich habe mein PC heute zurückgesetzt nach 5 Jahren oder so. Warte mal, 2020, 2016 habe ich ihn bekommen. Ja, 5 Jahren. Nach 5 Jahren habe ich mein PC mal wieder zurückgesetzt. Und ja, es war irgendwie weird, dass man alles wieder auf neu hat praktisch. Ja, also keine Sorge, so Sachen wie Color Splash, also die Leute, die es meinen Stream gucken, wissen Bescheid, habe ich gesichert. Also Color Splash bleibt unterhalten. Ob es gut oder schlecht ist, ja, das ist halt die andere Sache. Auf jeden Fall ist es nicht weg. Oh shit. Ja, cool. Ich kann ja relativ viel machen. Ich glaube, da darf ich nicht springen. Deswegen hammer ich mal lieber. Ah, ich glaube, Luigi stirbt gleich. Oder nicht? Ich muss mal eben gleich die beiden mal healen, weil die sind schon ziemlich low eigentlich. So. Wo geht's denn da lang eigentlich? Ach, guck mal, das ist ein Secret gewesen. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe, weil die Karte war ein bisschen verwirrend, weil da stand nämlich gar nicht, dass man hier lang gehen kann und dachte mir so, hey. Ganz viele Münzen nochmal. Ich muss mal eben kurz gucken, ob man bei diesen Xen noch irgendwie. Ja, genau. Nee, ich glaube nicht, dass man da was bekommt, okay. Oh, doch. Nee. Krieg ich dann doch was? Ach, lol. Okay, dann habe ich es so falsch gemacht. Ja, also wie gesagt, Let's Play, ich weiß nicht, ich glaube, das Genre Let's Play ist ja auch schon so ziemlich tot. Ich glaube, da gibt es eigentlich gar keinen Let's Player mehr. Also wirklich nicht einen, der mir jetzt einfällt. Weil bei Gronkh weiß ich mittlerweile auch nicht, ob der noch Let's Plays macht. Habe ich es nicht nachgecheckt. Bei Domtendo weiß ich, dass er keine mehr macht. Das waren so ungefähr die letzten, die ich noch kannte. So 2017 rum. Passt Spaß, Teil 2. Kurzballade in 2 Sätzen. Neue Länder sehen will. Stehen ein Mann auf dem Fass. Ein grüner Freund. Er ist im Fass. Ich will jetzt von L und scheint fast mit B. Okay. Verstehe ich nur bedingt, aber ja. Die kümmern wir jetzt erstmal ums Kämpfen. Hm? Oh nein! Oh, ich habe vergessen zu healen. Upsi. Ungünstig. Oh. Ach, Fuzzies. Okay, ich muss definitiv wieder healen. Okay. Ach nee, Moment mal. Ich wollte ihn noch gerade heilen. Ah, jetzt muss meine ganze Wonderpilze verschwinden. Das ist dämlich. Das ist ultra dämlich. So, Item. Pilz. Ja. Wir saven mal den guten Luigi. Angreifen können wir später mal noch. Oh.
Alter, ich kann das, diese Angriffe gar nicht einschätzen. Savage Guy. Oh, nein, Luigi ist vergiftet wegen einem Fuzzy. Er wurde gefuzzied. Als ob. Das gibt's nicht. Als ob die noch mehr holen können. Nein! Okay, scheinbar flüchten wir jetzt. Das wollte ich nicht, ich bin verdrückt. Wir heilen uns jetzt erstmal. So, dann erster Angriff. Oder auch nicht. Oh, und 5 HP schon wieder weg. Nice. Nein, nicht springen. Ich glaube, auf dem Speer zu springen ist nicht so schlau. Ah, nice. Aua. Irgendwie habe ich überhaupt nicht so drauf. So, ich glaube, auf den Busch können wir gleich drauf springen. Oh! Ach, nur manche vergiften einen. Ist auch interessant zu wissen. Eieiei, da kommt der nächste Kampf. Komm her! Oh, irgendwie, also mit den Angriffen habe ich echt nicht, was Hammer angeht. Ach ja, die Kämpfe. Schön sind sie auf jeden Fall. So, kriegt er nochmal einen rüber. Der kriegt auch nochmal einen drüber gesetzt. Jetzt weiß ich, warum die Parts damals immer so lang, also nicht so lang, warum es immer so lange gedauert hat, ein Projekt zu beenden. Weil in den Parts ja schafft man ja gar nichts. Das merkt man ja gar nicht so. Wenn man sich jetzt mal auf Parts beschränkt. Man muss immer wieder reinkommen. Das ist so das Problem, wenn man das ein bisschen aktueller halten will. So. Kommen wir da mal so rüber? Ja, kommen wir. So. Ja, muss ich wieder sitzen. Ach so, verstehe. Ach so. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was Runde will. Ah, verstehe. Ja, da muss man das mal durchblicken, ne? Speicherbuch. 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 Gespeichertes Buch. Wir haben auch nur noch 7 Minuten, ne? Das ist, ja. Also ich glaube, den Bosskampf schaffen wir nicht mehr. Mein Tee wird auch schon wieder kalt. Ich habe vor der Aufnahme Tee gemacht, der ist jetzt schon wieder am kalt werden. Ja, ich irgendwie... Irgendwas sagt mir, dass ich erst woanders gucken soll, aber da komme ich nicht lang. Ja, also... Dann doch da hoch. Ich bin Waldegard, der Wächter dieses Waldes. In diesem Wald findet ihr den edlen... Was? Okay. Mhm. 3 Lachen für 3 Farben finden. Weiße. Rot. Und Rosé. Ah ja. Ach, okay. Jetzt dürfen wir da langlaufen. Ja, cool. Wir suchen jetzt Bären. Das ist ja ein Traum. Gott. Darf ich da drauf springen? Okay, im ersten Griff schon.
Alter, ich kann echt nicht einschätzen, was die wollen. Ich kann das echt null einschätzen, was für einen Angriff die machen wollen. Quasi wie... Merkt man das irgendwo? Du merkst es ja eigentlich nur an dem Tempo, was die vorhaben. Aber du siehst das ja nicht direkt. Als ob der immer noch nicht weg ist. Oh, such den auch ein. Ich glaub's nicht. Oh, war der falsche Knopf. Verdammt. Ja. Ja, toll. Den hätte ich mal vormachen sollen. Gott, ey. Wenn der jetzt noch einen dazu holt, ne? Ah, okay, geht eh nicht mehr. Der war schon angehittet. Ah, falscher Knopf. Cool, eine Frischwurz, was auch immer das ist. Oh, toll. Ja, ich habe mich jetzt auch noch geheilt. Das war nicht so schlau. Wieso habe ich die nicht geheilt? Der Brain of Call einfach hier. So. Einmal den Hammer draufkloppen. So. Und der müsste jetzt auch ganz schnell weg sein. Oh, ich wollte eigentlich springen, aber Hammer geht auch. So, dann werden sich wieder Pilze reingepfeffert. Mal gucken, wann ich Items kaufen muss. Also bis es weitergeht, dauert das gar nicht mehr so lange. Weil ich so einen riesen Verschleiß habe. Toll! Aber er lebt immer noch. Oh, zu spät gesprungen. Cool. Er ist Gold. Was auch immer das bringt, dass der Gold ist. Ich habe auch noch keinen Unterschied zum normalen gefunden. Außer, dass er glänzt. Oh, oh. Das war dumm. Ja, der war noch am Pieksen. Das wusste ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber jetzt kannst du springen. So. Und Mario hat wieder ein Level ab. Level 14. 15. Und Luigi auch noch. Alter, ich level ja hoch. Unbelievable. So, nochmal einen Schluck Tee genommen, bevor der komplett auskühlt. Oh, noch ein Gegner. Und ja, ich will die alle bekämpfen. Alleine levelweise ist das schon ziemlich schlau. Okay, das hat gar nichts gebracht. Die sind gar nicht gestunt. Das ist interessant. Normalerweise sind die ja erstmal komplett fix und fertig, bevor. Also, wenn ich die einmal mit dem Hammer angegriffen habe, aber in dem Fall nicht. Der erste Griff hat geklappt. Das ist. Verwirrend. Ich bin die Enkelin. Ja, zu meinen Singen. Ja, da ist ein Boden drin, das weiß ich. Ne, wir müssen einmal wechseln. So. Ah, ja, die Steuerung, ey, das ist. Oh. Genau, falsch rum. Grinsebohne. Alter.
Alter, als ob ich genau in der Markierung sein muss dafür. Das ist ja mal voll dämlich. So, okay, jetzt. Cool, ich darf weitergehen. Gute Nacht, ja gut. Viel Spaß beim Schlafen oder so. Entwickler. Hä? Oh, Mini-Boss, sagst du? Ja, wenn wir jetzt wirklich Mini-Boss bekämpfen, dann heile ich mich nochmal. Ja gut, 4 AP brauche ich nicht heilen. Ich krieg nicht meinen ersten Angriff. Okay, ist Mini-Boss. Da kann ich ja die Bros-Attacken draufhauen. Ich habe gerade gemerkt, den kompletten Körper können wir auch angreifen. Okay. Das macht bestimmt Sinn, das auch zu tun dann. Aha. Ist besser gelaunt oder erstmal erledigt. Okay. Nein! Das war nicht schlau. Alter, jetzt mal richtig das Ding treffen. Oh cool, verkackt. Ja, ich hab's voll drauf. Der Mini-Boss-Kämpfer, Bekämpfer Nummer 1. So, der ist ja eh wieder erledigt. Und ich würde sagen, ich greife ihn einfach normal an. Ich habe das Gefühl, die Angriffe normal sind mindestens genauso stark. Also, er kriegt eh nur Schaden, wenn ich vorher seinen Körper angegriffen habe. Interesting. Oh, das war nicht schlau. Also Kurve Extrem schaffen wir heute auch nicht. Hä? Wie? Hä? Was? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Warum ist denn das jetzt wieder weg? Muss ich das verstehen? Ich habe nicht mehr die Chance gehabt anzugreifen. So. Ja, komm, mach mal Hackebrüder, vielleicht ist das ja gut. Ah. Ja, in dem Fall war es gut. So, eigentlich müsste ich den Part jetzt beenden, aber ich will gucken, was drin ist. Ja, die große Lachbeere. Cool. Irgendwas sagt mir, dass wir noch rüber hätten laufen können. Aber ich glaube, der Zug ist jetzt auch abgefahren, oder? Ah, wir kommen da noch hoch. Der Zug ist nicht abgefahren. Weil hier ging es auch nach rechts, oder? Nee, ah, doch nicht. War hier? Oh, oder auch nicht. Aber hier hinten ging es nach rechts. Hier ging es nach rechts. Ah, okay. Ich glaube, das wird ein langer Part. Oh, nein! Ach, man darf auf die drauf springen. Jetzt weiß ich das auch. Das ist gut zu wissen. Wieso ist Luigi immer vergiftet von dem Kack? Ich verstehe es nicht. Na egal. Das geht zum Glück auch direkt nach dem Kampf wieder weg. Ja, das war perfektes Timing. Man kann ja doch auf die drauf springen. Ja, dann ist der Kampf jetzt hier mal leichter. Bevor
Also Savage Guy ist dann nicht mehr so ganz so Savage. Das ist auch ganz praktisch, dann geht es hier ein bisschen schneller. So, was ist hier? Okay. Wolf, warum so wie den Koffer aufgemacht? Wollte ich gar nicht. Ich wollte den Item links holen. Ein Item-Block. Oh, das war nicht meine Absicht. So, ein Zero umsonst. Und hier gibt es eine rote Beere. Also eigentlich wollte ich nicht die ganzen Beeren sammeln vor, aber na egal. Also ich kann ja erst beim nächsten Speicherbuch aufhören, ne? So ist die Regel. Oh Gott, was mache ich denn hier? Joa, also ich verlängere euch den Part mal komplett künstlich, ne? Mit meinen Meisterleistungen. Jetzt haben wir mal rüber gepaddelt. Was machst du da? Irgendwas sagt mir, dass das gerade ein Fehler war. Weil da oben noch irgendwo ein Item ist. Aber egal, wird schon nicht so gut sein. Rede ich mir jetzt mal vom einen. Mehr denken, weniger drücken. Das sollte eigentlich meine Devise langsam werden. Falscher Knopf. Ja! Rosé haben wir jetzt auch noch. Cool. Dann können wir ja langsam, aber sicher auch speichern, hoffe ich. Ja, gut. Hier ging es nach links, ne? Das hatten wir ja auch schon. Cool, hier können wir speichern. Okay, dann würde ich sagen, war's das für heute. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.